This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Das Ding ist doch, wir sind doch ein Vampir. Sind wir nicht unsterblich? Es sei denn, es sind Silberkugeln in der Waffe. Ich meine, ich kann jetzt abdrücken, aber es wird nichts bringen. Weil wir doch eh leben, oder? Komm, wir schießen mal. Peng. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Who tames blood in sunlight into a glowing flesh. So, Entwicklung. Betten im Unterstufe ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Okay. Sammle Erfahrungspunkte, um Stufen aufzusteigen und deine Vampirsinne zu verbessern. Ah ja. Okay, bis jetzt, was ist denn das für ein Zeichen? Sind das Tiere? Können wir ein Tier locken? Autophagie. 200 Heilung. Du verbrauchst dein eigenes Blut, um deine normalen und angesammelten Schaden sofort zu heilen. Ah, okay. Also Selbstheilung. Okay. Der Vampir nutzt die Kraft seines Blutes, um normalen und angesammelten Schaden zu heilen und die Regeneration seines Fleisches, seiner Nerven und seiner Knochen zu erhöhen. Mit der Zeit kann diese Vampirfähigkeit sehr mächtig werden und so manchen unvorbereiteten Vampirjäger überrumpeln. Wir glauben, dass Vampire unsterblich sind, das ist wahr, aber wenn man ihren unnatürlichen Regenerationsfähigkeit ein Ende setzen kann, sind sie schwächer, als man denken würde. Aha. Ist das... Das ist jetzt... Ah, okay. Ich kill das jetzt einfach mal so. Würde ich mal sagen. Ja, sonst, was haben wir denn hier? Aggressiv. Clown, Blutspeer oder Schattennebel. Was haben wir denn? Ein Schlag mit kurzer Reichweite, der alle Lebewesen vor dir aufschlitzt. Du wirst ein Speer aus Blut, der Gegner von dir durchbohren kann. Du erzeugst eine Schattenwolke an deinen Füßen oder den deines Ziels. In einer kurzen Zeit explodiert die Wolke und verursacht schweren Schaden. Ich bin ja eigentlich für Schattennebel, ehrlich gesagt. Aber so eine Klaue ist natürlich auch nice. Oder? Als natürliche Jäger haben Vampire einige Gaben von Mutter Natur erhalten. Dazu zählen Klauen anstelle von Fingernägeln. Diese natürlichen Waffen können Gewebe mühelos durchtrennen und eignen sich besonders dazu, die Adern ihrer Beute zu durchtrennen. Wenn du von deinen Klauen Gebrauch machst, wirst du die Menschen anders sehen. Sie sind nichts als zartes, verwundbares Fleisch. Ich nehme den mal. Die Frage ist halt, was kann ich jetzt alles skillen, ne? Zustand des Körpers erhöht deine Gesundheit. Bin ich jetzt prinzipiell erstmal dafür, aber wir haben nicht genug Punkte, oder? Ja. Ach, 110 Punkte haben wir da noch, okay.
Das heißt, wir können erstmal nichts weiter skillen. Interessant. Wahrscheinlich waren wir am Ende eher alles ausgeskillt. Oder warte mal, bis. Das kann ja noch interessant werden. Belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Okay. Ah, okay, jetzt kann ich sogar langsam laufen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir zur North Bank. Wir haben doch die Knarre da eingesteckt von, ne? Ist sie denn jetzt auch automatisch... Warte mal, warum läuft denn hier hinten eigentlich so langsam? Haben wir alles aufgehoben? Ja, hier ist nichts mehr. Guti. Da müssen wir mal... Hallo? Ich habe noch was gefunden. Moment, ich will mich nur kurz umgucken, ob ich wirklich was habe. So, ich bin da mal weg. Okay. WTF? Shit. Okay, ich kann mich jetzt anscheinend auch teleportieren. Was haben wir nehmen wollen? Durch Drücken von Rechtsklick verwendet werden. Okay. Aha! Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Stuff. I must reach the West End. Zurück nach London. Okay. Au, au, au. Ich werde angeschossen. WTF? Ach, da oben. Oder? Nee. Hä, von wo wurde ich denn angeschossen? I cannot enter. Ach, hier. Ja, hier. Um den Flug zu verwenden und Schockschaden zu verursachen. Ich kann einen geschockten Feind beißen. Okay. Durch den bisher zu Blut, das für Fähigkeiten verwendet wird und den Gesundheitsbalken aufhört. Alles klar. Na dann. Yummy. Okay, ich kann auf WTF, was wird das denn? Nimm doch mal dein Kackfeuer weg von mir. So, den gönne ich mir. Geil, das war die Klaue. Ah, cool. Wer bist du? Okay, der ist strong. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ha. Reflexes. I'm not human anymore. Wie krass war das denn? Huch. Okay, nice. Aber
Ich meine, muss ich da jetzt hoch oder muss ich hier rein? Status des Bezirks stabil. Okay. Die Frage ist halt, sind wir jetzt richtig? Ich würde mal ja sagen. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. You. This is despicable. Alles klar. Ja, wir haben gerade eine Ratte ausgesaugt. Okay, können wir hier in irgendeine Tür rein? It's locked. Nee. I cannot enter. Oh, guck mal, die sind viel zu süß. Ich will die gar nicht beißen. I can't believe I'm doing this. Das ist ja ekelhaft. Oh nein, sie ist tot. Oh mein Gott. The dizziness from the jump. I can now control it. Mhm. It's locked. I cannot enter. Hier gibt's aber auch nichts wirklich, ne? What will London have to say to me? Okay, gefühlt geht das jetzt hier einfach nur, warte. Money? Gefühlt sind wir jetzt einfach nur auf die andere Seite gesprungen. Hallo Mia. Limehouse Dog. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Mhm. V. Fresh. Ah, geil. The smell is so strong. Okay, da geht's, glaube ich, einfach nur wieder nach oben. Where has everyone gone? Okay. Unterschlupf? Ah ja. Kannst du EP verteilen, den ich auch so. Mhm. Ah ja, cool. Gibt es auch eine Werkbank? Was hier? Okay. Interessant. So, hier können wir uns hinlegen. Ach hey, ich kann sogar Waffen zusammenbauen anscheinend. Ich guck mal hier kurz rein. Das Witzige ist, wenn ich meine Maus bewege, ne, bewegt sich das ganze Ding hier. Also Herstellung, Medizin. Waffen, eigenhändig, abgenutzte Machete. Flock, das sind so die Waffen, die wir jetzt gerade haben. Wiederverwerten. Ah, ich kann das sogar zerlegen dann, oder was? Aufwerten. Stufe 2. Ach ja, cool. Okay, wir können das also auch verbessern.
Interessant, gut zu wissen. Ich glaube, unsere. Obwohl, wir haben 500 Punkte. Ich lege mich mal kurz hier hin. Nehme ich mir. Ich. Ausdauer wäre eigentlich ganz nice. Bis zum Kampf verwendet. Ja, gut, dann machen wir jetzt erstmal den Körper. Und wir mehr leben, würde ich sagen. Nein, möchte ich nicht. Wie ich dann das Spiel kam, wurde mir vorgeschlagen von Steam, weil ich ja Plague Tale Innocence vorher gespielt habe. Und da fand ich das ganz nice. Achso, okay. Gudi, mehr können wir hier nicht. Warte. Nee, mehr gibt's hier leider nicht. Okay. Tue ich mir eigentlich weh, wenn ich hier runterspringe? Ich hätte ja auch elegant da runterspringen können, wa? Ah, herausgerissen Tagebuchseite. Ich hasse mich dafür, dass ich wegschaue, wenn sie mich wegen meiner Hautfarbe verspotten. Ich hasse mich dafür, dass ich wie ein Mädchen weine, wenn sie mich beleidigen. Ich hasse mich dafür, dass ich wie ein Junge fluche, wenn sie fort sind. Ich hasse mich dafür, dass ich meine Eltern hasse. Ich hasse mich dafür, dass ich lächle, wenn Kunden mich die traurige Brina nennen. Ich hasse mich dafür, dass ich nie den Mut finde, Tom meine wahren Gefühle zu gestehen. Okay, ich spüre da sehr viel Hass. Bürgerhinweis. Okay. Das ist sehr interessant. Personenkreis. Als Vampir benötigst du menschliches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken mit der Blutqualität zeigt die EP an, die du erhalten wirst, wenn du einen Bürger aussaugst. Freigeschaltete Hinweise erhöhen die Menge dieser EP. Ah ja. Okay. Ja, gut zu wissen. Viele wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Sabrina Cavendish. Unbekannter Gesundheitszustand. Sabrina versteckt ihre wahren Gefühle für ihren Boss. Ah, das ist der Boss, Tom Woods. Ah ja. Hallo. Interessant. Hallo, Thorsten. Okay, ja, cool, jo. Gut zu wissen. Wir befinden uns ja noch so ein bisschen im Tutorial, ne? Lass mal hier alles kennenlernen. Hallo. Möchte jemand Ärger? Ibim ist ein Vampir. Hallo. Oh God, Sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Was ist das für ein Ort? Where am I? Where is this place? You're at my bar, Sir, the Turquoise Turtle. A last ray of light in this dangerous part of town. Haben Sie keine Angst? Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Sie haben die ganze Nacht geöffnet? So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Ja. Danke. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Mm-hmm. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time and no one cares. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Ich kann super viele Fragen stellen hier. Who is this man? What does he look like? Like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite.
A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Hm. Na gut, dann muss ich den Mann jetzt treffen. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Na gut. Interessant. I cannot enter. Good evening, sir. Hallo, guter Mann. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. Just a besoffen. Making love to that gorgeous bottle. This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Okay. I'll leave you to your bottle, then. Guten Durst noch. So.